Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview. Ich habe hier den lieben Sebastian Gartzke aus Berlin mit dabei. Den guten Sebastian, ich kenne ihn schon seit 2018, denn der Sebastian hat sich damals dazu entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten und sich ausbilden zu lassen rund ums Thema Agenturgeschäft. Ja? Dabei gab es aber lustigerweise ein, zwei Umwege, denn Sebastian war ursprünglich in der Finanzdienstleistung tätig. Ich weiß nicht, ob du es gerade noch bist, mehr oder weniger. Hat dann aber gesagt, ich ziehe da die Geißleine, ich baue die Agentur auf und seitdem läuft es bei ihm ganz geil. Hat coole Kunden, coole Aufträge und darüber wollen wir heute sprechen. Wie ist so dieser Weg gekommen? Ja, was ist da passiert? Und dementsprechend direkt die erste Frage, Sebastian. Du warst in der Finanzdienstleistung tätig. Was hast du da konkret gemacht? Ja, genau. Also zum Schluss habe ich mit meinem besten Freund und Geschäftspartner einen Strukturvertrieb aufgebaut. Und wir haben im Grunde genommen das Thema Allfinanz angeboten. Ich selber habe mich spezialisiert auf das Thema Unternehmensberatung, also sprich Gewerbekunden zu akquirieren. Das waren eigentlich so unsere Hauptgeschäftsfelder. Geil, cool. Wie kam der Umbruch? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Agenturgeschäft? Also ich helfe jetzt lokalen Geschäften, KMUs, auch dabei größer zu werden. Ja, also letztendlich liegt der Stein des Anstoßes in meiner eigenen Geschichte. Ich habe, wie gesagt, mit euch zusammengearbeitet und dann mein eigenes Business nochmal nach oben skaliert. Und da lag eigentlich auch schon der entscheidende Punkt, weil ich hatte... Nachdem wir einiges zusammen ausprobiert haben, was so nicht funktioniert hat, haben wir dann endlich auch mal, ich sag mal, in Anführungszeichen den Heiligen Gral gefunden, um dann einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in eine Kampagne, die wir ganz anders aufgesetzt haben als alles andere, was vorher mal so da war. Und das hat natürlich an Erfolg nicht auf sich warten lassen. Also wir haben... Sollte ich mal ein bisschen ins Detail gehen? Gerne. Ja, okay. Also wir haben eine Kampagne gefahren. Da ging es darum, es war sehr speziell, um den vorfinanzierten Rechnungsankauf für Unternehmen, die Personaldienstleistungen machen und die mussten dann auch noch Zeitarbeit anbieten. Also es ging eigentlich um das Thema Zeitarbeit und wir haben Kontakte gesucht zu CFOs oder CEOs. Ja, und haben dann innerhalb von 4 Wochen fast 200 heiße Leads generiert. Das heißt also, die Leute wussten ganz genau, welches Thema es geht, haben gesagt, bitte ruft uns dazu an, hier ist sind meine Kontaktdaten und dann geht's los. Und das war letztendlich auch diese Geschichte, wo sehr viele unserer Kollegen halt mitbekommen haben, oh Moment mal, da geht ja richtig die Post ab. Und dann kam so eins zum anderen, was macht ihr da? Wie macht ihr das? Und dann war die Idee der Agentur geboren, weil ich gesehen habe, dass ein immenser Bedarf bei den Finanzdienstleistern über das Thema Neukundengewinnung bzw. Mitarbeiterrekrutierung. Ja, und so sind die ersten Kunden entstanden. Cool. Mit wem hast du angefangen? Wo bist du jetzt gerade? Was machst du konkret? Wo hast du dich positioniert? Wem hilfst du derzeit? Ja, also das hat sich im Grunde genommen gar nicht großartig verändert. Ich bin nach wie vor im Thema Finanzdienstleistung zu 100%. Das ein oder andere Gespräch gab es schon mal mit einem Immobilienmakler, aber Kerngeschäft ist einfach Finanzdienstleister. Nach wie vor sind auch meine Kunden zu 100%. Ich habe keine anderen Kunden, nein. Ich habe wirklich nur Finanzdienstleister als Kunden. Und da ist auch meine größte Expertise, weil ich den Job ja selber schon weit über 17 Jahre auch ausgeführt habe. Ja, das ist auch eigentlich immer die Empfehlung, die wir geben, wo wir sagen, hey, geh da rein. Also so blöd wie es klingt, Schuster, bleib bei deinen Leisten im Sinne von, hilf den Leuten, wo du dich selber auskennst, dessen Sprache du sprichst und so weiter. Hast du konkrete Fallbeispiele, was du gerade für Kunden hast, was du für die gemacht hast, welche Erfolge dazu schon entstanden sind? Ja, also ich habe jetzt einen Kunden, der zum Beispiel, das ist so eine ganz interessante Kiste, weil damit hätte ich eigentlich gar nicht so sehr gerechnet, der verkauft Immobilien als Kapitalanlage, als aber Finanzdienstleister, also die haben halt auch einen großen Immobilienpool, auf den sie zurückgreifen können. Und macht dann das ganze Thema Finanzdienstleistung drumherum, sprich also die Finanzierung, das ganze Absicherungskonzept und so weiter. Und für den sammeln wir gerade heiße Leads ein. Die Kampagne läuft seit knapp 3 Wochen. Ich habe heute Morgen reingeschaut. Ich glaube, wir haben
71 oder 75 Leads für den generiert. Also wir sind da auch im Austausch, was das Nacharbeiten angeht. Der kommt gar nicht hinterher. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das jetzt machen, dass er das in die Umsetzung bekommt, was da an Anfragen auch reinkommt. Und notfalls müssen wir die Kampagnen dann abstellen, erstmal für eine gewisse Zeit. Ja, vielleicht macht es Sinn, dann für den erstmal noch Vertriebspartner-Leads zu generieren, dass er die abarbeiten kann. Genau, das ist genau. Das ist ja ganz spannend. Cool. Was hast du noch für Kunden? Hast du das Thema Versicherung auch häufiger mal? Ja, genau. Also das war jetzt auch so eine schöne Geschichte. Für einen klassischen HGB 84, also gebundener Vermittler bei einer Versicherungsgesellschaft. Da sind wir jetzt über das Thema Versicherung reingegangen und die Anzeige ist gestern an den Start gegangen, über Nacht schon 5 Leads, ist gerade dabei, die abzuarbeiten. Also den haben wir schon vorher gut aufgestellt, dass der einfach im Prozess ist, dass er die Leads dann halt entsprechend abarbeiten kann. Ja. Genau, also das ist so der Hintergrund dabei. Sehr cool. Was mich interessieren würde, wäre, was waren denn zu Beginn eigentlich deine größten Herausforderungen und wie hast du die für dich gemeistert? Also die größten Herausforderungen auf der einen Seite ist das Thema Neukundenakquise. Ja, weil ich sag mal, so bekannt ist man ja dann doch noch nicht, dass man über das Thema Empfehlungen automatisch Kunden generiert. Das war eine Herausforderung, wobei, also wenn man Vertriebler ist, so wie ich das ja schon über 20 Jahre mache, dann ist das... Das ist das zwar die Herausforderung, aber die meistert man dann. Da geht man ran, dann macht man. Ne? Also das ist ganz klar. Und das andere war einfach in den Prozess zu denken. Ja, also nochmal sich marketingtechnisch nochmal neu aufzustellen und da nochmal richtig reinzugehen und zu überlegen, okay, wie baue ich denn diese Prozesse auf, um diese Erfolge dann tatsächlich auch zu erzielen. Ja. Das waren so diese Herausforderungen. Cool. Und bei dir hat sich das mittlerweile bei dir wirklich so konstant auch stabilisiert, dass du da Prozesse laufen hast, wo du weißt, okay, ich habe hier fest meine Kunden, das ist der Ablauf, das mache ich für die. Ich weiß ganz genau, was ich jeden Tag tun muss, um neue Kunden reinzuholen, wenn ich welche möchte überhaupt. Ja. Ja, genau. Also das ist ganz klar jetzt mittlerweile strukturiert. Das Unternehmen ist von, ich sag mal, von der Pike auf nochmal aufgeräumt worden, ja, dass wir gesagt haben, okay, wir implementieren jetzt hier Strukturen. Wer macht was? Also auch da Dienstleister mit dazugeholt, um bestimmte Prozesse outzusourcen, um sich einfach auf die Basiselemente konzentrieren zu können. Und dann ist ganz klar, also es gibt ein ganz klares Vorgehen, wenn der Kunde gewonnen ist, also erstmal, wie wird der Kunde gewonnen, wenn der Kunde gewonnen ist, wie läuft das Onboarding und so weiter und so weiter. Ja, also das ist alles, mittlerweile läuft das in festen Prozessen ab, ja. Das ist schön. Und diese Prozesse geben einem ja auch einfach eine gewisse Freiheit, ja. Wie kannst du, wenn du das jetzt vergleichst, deine Tätigkeit vorher als Finanzdienstleister selber im Vergleich zu, okay, jetzt hilfst du Finanzdienstleistern tatsächlich. Ja. Was sind so die, sag ich mal, die Vorteile, die du jetzt gerade hast, ja, die Freiheiten, die Vorzüge, die du gerade genießen darfst, die dir, sag ich mal, das Agenturgeschäft jetzt gibt, die du vielleicht vorher nicht hattest? Ja, also die größte Freiheit ist eigentlich, dass ich zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Nicht eigentlich, das sind die beiden größten Faktoren. Sind für mich natürlich auch entscheidende Faktoren, weil ich selber bin ja auch Vater. Und so wie heute zum Beispiel, wir haben heute weit über 30 Grad, wir beide sitzen noch im Interview. Danach habe ich noch einen Termin, dann ist es 13.30 Uhr, vielleicht auch 14 Uhr. Dann nehme ich mir meinen Sohn, wir fahren an den See. Ja, und dann kann ich heute Abend um 20 Uhr, wenn die Sonne weg ist, weiterarbeiten. Ja, und in der Finanzdienstleistung war es halt so, dann hatten die Kunden Zeit und dann musstest du hin. Ja. Ja, ob 30 Grad waren oder nicht. So ist es auf jeden Fall. Ja, das ist echt das Schöne daran, dass du einfach den Laptop auspacken kannst, wann du willst, wo du willst, wie, was das angeht. Was waren für dich eigentlich so entscheidende Momente, während du deine Agentur aufgebaut hast? Weil ich erinnere mich ja auch einfach an zwei, drei Momente, die sehr intensiv waren auch bei dir, wo du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es hier weitergeht, was soll ich denn hier konkret machen, bin ein bisschen überfordert, Technik hier und da, es gibt so viele Möglichkeiten. Wie hast du für dich die Komplexität rausgenommen und da so eine gewisse Klarheit reingebracht, dass du halt
auch als jemand, der jetzt nicht wie ich mit 20 gefühlt mit der Technik geboren ist, da sagt, jawohl, das klappt easy, das kriege ich hin, das ist kein Problem. Ja, also das Erste ist mal Fragen stellen. Ja, das ist sich nicht zurückhalten und sagen, oh, ich weiß nicht, wie es geht und traue mich nicht zu fragen. Doch, das ist ein Muss. Ja, also dafür seid ihr einfach auch da, so wie ich das immer verstanden habe. Und ihr habt mir die Fragen immer beantworten können, zu größten Teilen, sage ich mal. Vieles ist dann einfach auch, man muss einfach den Anspruch auch haben, selber nochmal was bewirken zu wollen. Und das war einfach so für mich der Grund, immer mal wieder zu hinterfragen, okay, wie geht's denn? Wie geht's denn nur? Also es muss da eine Lösung dafür geben. Ja? Und dann sucht man halt auch nach Lösungen und man findet die auch. Also es ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Man muss sich die Sachen nur mal ein bisschen genauer anschauen, beziehungsweise vielleicht auch mal mit ein bisschen Abstand. Ja, und ja, das ist, würde ich jetzt mal so beschreiben. Sehr cool. Ja, definitiv, so ist es. Das Spannende ist nämlich, während man vor vielleicht Herausforderungen oder Komplexität steht, kommt es einem alles so lang und so ewig und so langsam vor. Aber meistens, wenn du dann einen Monat später drauf guckst, hast du es schon längst gelöst und du denkst dir, wow, okay, das war jetzt vielleicht nur 2 Wochen, einen Monat oder sowas, wo ich da jetzt mal die 2, 3 Themen hatte. Während das einem aber so vorkommt, als ob es irgendwie gerade gefühlt ein Jahr lang nicht vorangeht, ja, in der ganzen Sache. Ja. Was mich interessieren würde, was sind denn jetzt deine Ziele eigentlich? Also wo soll es hingehen für dich? Ja. Was hast du vor? Okay, also natürlich den Kundenstamm noch weiter ausbauen. Das ist das eine. Dann auch ganz klar liegt der Fokus darauf, Bestandskunden zu entwickeln. Also nicht dieses Rein-Raus-Geschäft, sondern wirklich langfristig mit den Kunden zusammenzuarbeiten, für die das komplette Thema Marketing abzubilden. Wenn es heute jetzt noch, ich sag mal, das pure Geld verdienen ist für die Kunden, um einfach Neukunden zu bekommen, um Mitarbeiter zu gewinnen, dass man dann aber auch das Personal Branding vorantreibt. Das sind auch ganz, ganz wichtige Faktoren, wie ich festgestellt habe, die den nachhaltigen Erfolg immens ausmachen und die dann wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Also du siehst dann wirklich die Top 1% der Unternehmer, die richtig Gas geben in dem Bereich, was sie selber nicht umsetzen können. Ja, dafür engagieren die Agenturen und dann, ich sag mal, die 99% Rest. Ja, und da will ich einfach den Unterschied für meine Kunden ausmachen. Das ist das eine. Das andere ist, die Strukturen weiter auszubauen in meinem Unternehmen und ganz klar vom Einzelunternehmer in die Gründung, in die GmbH. Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Hast du dir da so ein Zeitlimit gesetzt, wo du sagst, bis dahin hast du das auf jeden Fall gewuppt? Ja, in den nächsten 12 Monaten, genau. Ja, definitiv. Das ist geil, Mann. Ich finde es richtig cool, wie du da auch ständig angreifst. Ja, sehr cool. Ja, für alle Leute, die das gerade hier öffentlich sehen, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Finanzdienstleistungen macht, ja, wenn ihr vielleicht sogar aus der Nähe Berlin seid, etc., dann meldet ihr euch beim guten Sebastian. Sebastian, wo kann man dich am besten erreichen? Webseite, LinkedIn, E-Mail? Am allerbesten Facebook. Facebook, sehr gut. Wer hätte es gedacht? Sehr gut, ja, ich bin auch also immer noch Facebook-Liebhaber, von dem her. Ja. Ihr findet den Link zu Sebastians Profil unten. Da könnt ihr euch gerne beim Sebastian melden. Top-Mann für das Thema, ja, und was das angeht. Und wir drehen jetzt noch ein bisschen Bonusinhalt für den Mitgliederbereich von allen Teilnehmern der Social Media Agentur Academy. Und falls du Interesse hast an der Social Media Agentur Academy, dann kannst du dir kostenlos einmal ein Online-Seminar angucken, wo wir ganz genau zeigen, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Dazu findest du auch einen Link direkt unten. An der Stelle, Sebastian, ich danke dir vielmals für das kurze Interview. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du konntest einiges an Input mitnehmen und wir hören uns. Das war's von mir. Dein Nick. Und Sebastian, bis dann. Ciao. Ciao.